Der Campingtourismus, der boomt, europaweit ebenso wie im Burgenland. Allein für heuer rechnet der Burgenlandtourismus mit rund 300.000 Nächtigungen. Und daran mitnaschen möchte auch ein Landwirt in Königsdorf. Er hat neben dem örtlichen Badesee den vermutlich ersten bäuerlichen Campingplatz des Burgenlandes errichtet. Der neue Campingplatz von Königsdorf liegt unmittelbar neben dem örtlichen Badesee. Aus einem ehemaligen Acker wurde nun ein Parkplatz für Wohnmobile und dergleichen. Die Bauzeit betrug mehrere Monate. Eigentümer ist die Landwirtefamilie Torschütz, die im Ort einen Hofladen betreibt. Mit dem Campingplatz möchte sich die Familie ein weiteres wirtschaftliches Standbein schaffen. Wir haben einen Direktvermarktungsbetrieb mit 40 Hektar Ackerland dazu und 170 Schweine haben wir zu Hause. Und das dritte Standbein haben wir jetzt den Campingstellplatz gemacht, weil in Bodensee das günstig liegt auch. Und dafür haben wir jetzt gesagt, dass wir für die Camper was machen. Die Auslastung steigt von Woche zu Woche. Die meisten Camper kommen derzeit noch aus Österreich. Für die Verpflegung der Gäste steht ein Selbstbedienungsautomat zur Verfügung, der mit hofeigenen Produkten befüllt ist. Wir kommen täglich auf und befüllen neu. Da sind unsere Produkte drinnen, die wir ab Hof selbst herstellen. Knoblauchwürste, Aufstriche, Salami, natürlich auch Getränke. Und für eine kleine Feier am Abend gibt es Grillkoteletts und Schopf. Kann man natürlich auch gleich Party machen. Die Gäste schätzen nicht nur das kulinarische Angebot. Es ist einfach wunderschön da. Es ist ruhig, man kann zum Bodensee rübergehen, man kann den Tag drüben verbringen, da kann man verbringen. Es gibt keine Hektik nicht und momentan haben wir noch das Glück, dass wir nicht reservieren müssen. Über das neue Gästeangebot ist auch die Gemeinde Königsdorf erfreut. Der Naturbadesee Königsdorf boomt. Wir haben im Jahr bis zu 70.000 Gäste. Und genau dieser Campingplatz, dieser Campingabstellplatz hat gefehlt. Momentan haben wir 30 Stellplätze. Infrastruktur ist momentan mit Toilettversorgung. Es sind auch die Container alle da, wo sie ihre Restmüll, Papier und das alles wegstellen können. Dann einmal Wasserleitung und Strom. In Summe hat die Familie Torschütz an die 100.000 Euro in den Campingplatz investiert. Mittelfristig ist ein weiterer Ausbau geplant.